There's just something about like that you can go anywhere in your imagination and do anything. And so I sort of like that, and I've always liked that ever since being a kid. So it is my most, it's my most favorite genre. And yeah, I guess I'm just a hopeless optimist. In den 90ern hatten die Weltraumspiele sicherlich ein Hoch und dann auf einmal sind sie vom Erdboden verschluckt worden. Ich glaube, auch da ist mal wieder Technik die Ursache dahinter. Und es war so schade, weil ich das Genre so geliebt habe, natürlich aus dieser ganzen Geschichte heraus. Und plötzlich gab es nichts mehr, dass ich wirklich, ja, es war ein sehr, sehr trauriger Moment. Speziell eben Ende der 90er, dann in den 2000ern rein. Wie gesagt, da bin ich ziemlich überzeugt, dass das hauptsächlich was mit dem Aufkommen der Ego-Shooter zu tun hatte. And that was just what people were excited about at the time. Maybe there was something about them that you couldn't really do in space, you know, that was interesting to people. Ja, also ich weiß nicht, ob es unbedingt damit zu tun hat. Ich glaube eher, dass es... Mein Gefühl wäre eher, dass es eine Verdrängung ist, dass man auch andere Sachen auf einmal gemacht hat, die in anderen Settings auf einmal funktionierten. Aber das bleibt einem Kulturhistoriker überlassen, zu gucken, was da wirklich passiert ist. Michael Schade, die Everspace machen, da sitzt man halt mal zusammen und quatscht, wie die Sachen gemacht haben, wie man selber Sachen macht. Das ist also nicht so, hey, ihr macht ja das, sondern hey, sind wir gegeneinander. Die Branche ist super klein und dementsprechend ist es eh immer sehr familiär. Es ist fast schon wie eine Klassenfahrt, eine gemeinsame. Ne? Also es ist wirklich so, durch die Veranstaltung, du triffst einige Leute aus dem Geschäftsleben häufiger als deine Freunde. I think it's the idea that you can go anywhere, and it's like there's an optimism to space, like the fact that the universe is boundless and the possibilities are endless. Auch gerade das Weltraumgenre, das ich persönlich halt so liebe, ist wieder im Kommen. Ich habe schon 2006, 2007 angefangen, das Cologne Game Lab als Projekt zu initiieren. Mittlerweile heißt die Hochschule Technische Hochschule Köln, TH Köln, und wir sind Teil der Fakultät für Kulturwissenschaften. I
eigentlich mein Hauptanliegen ist es, zu vermitteln, wie man vernetzt denkt. Denn das, was Sie hier tun, sind sicherlich primär erstmal digitale Spiele und Gestaltung für digitale Spiele zu entwickeln. Aber dahinter sitzt natürlich ein Humus und ein Fundus an Gestaltungsvorbildern und Gestaltungsquellen, auf die wir uns alle beziehen, bewusst oder unbewusst. Ich bin Jahrgang 1965 und eines meiner ersten medialen Fragmente, an das ich mich erinnere, ist die erste bemannte Mondlandung von 1969, als Neil Armstrong den ersten Fuß auf den Mond setzte. Da saß ich auf der kratzigen Wohnzimmercouch zusammen mit meinen Eltern, die mich geweckt hatten. Für mich sind Spiele die perfekte Kombination aller medialen Kanäle, die mir lieb und teuer sind. Ich habe angefangen ja mit Pong und habe dann sehr viel mich mit Arcade-Games beschäftigt. Das war bei mir interessanterweise immer so. Früher waren die Arcade-Automaten häufig in den Kinos. Das heißt, ich bin am Samstag ins Kino gegangen und vor dem Film erstmal eine Stunde das Taschengeld, das man noch nicht für den Film ausgegeben hat, in die Arcade-Automaten reingesteckt. Da ich aus einem medial geprägten Elternhaus stamme, bin ich quasi immer in einem Humus und in einer Wolke aus medialen Einflüssen groß geworden, die das Thema bei mir natürlich ganz stark verankert haben und auch mein persönliches Interesse da manifestiert haben. Ohne jetzt Filmwissenschaftler zu sein, möchte ich da aber zumindest mal Georges Méliès nennen, der bereits 1902 mit seiner Mondfahrt eigentlich das Science-Fiction-Genre in den Film hineingebracht hat und mit ganz vielen Elementen, die wir auch bis zum heutigen Tage sowohl in Filmen als auch in Games irgendwo wiederfinden, der aus meiner Sicht eigentlich der Stilbestimmende ist. Im Weiteren passiert das ja dann auch, dass in den 70ern, als ich Kind war, Raumschiff Enterprise bei uns auf den Fernsehern aufschlug. Und es war quasi unmöglich, in die Schule zu gehen am Montag, ohne dass man am Samstag Raumschiff Enterprise gesehen hatte. Ne? Das heißt also Space Travel, der Weltraum, Raumschiffe, das war ganz wichtig. Ich denke mal, was natürlich eben sehr spezifisch ist für Weltraumspiele, ist, dass dieser Weltraum ein quasi unendlicher Raum ist. Die Erde ist endlich. Ne? Jedes Level, das hier irgendwo auf der Erde oder auf einer fiktiven Erde angesetzt, da ist irgendwo die Wand und da ist zu Ende. Und das ist sicherlich auch das, was für viele Spielerinnen und Spieler dieser Weltraumspiele so interessant ist, dass ich mich in den Weiten des Universums verlieren kann. Ne? Dazu kommt auch eben nochmal diese Fokussierung, diese Liebe, diese Erotik, die von den Weltraumfahrzeugen ausgeht. Weil um diese riesigen Weiten zu überbrücken, da brauche ich natürlich, wie bei Eve, meine Wurmlöcher oder ich brauche irgendwelche speziellen Antriebe. Also es gibt auch so eine Art von fiktiver Technologieliebe, die dazugehört, um sich entsprechende Transportationsmechanismen beispielsweise auszudenken. Und allein diese Dimensionierung, die uns natürlich als Individuum nochmal wieder unheimlich klein schrumpfen lässt, das ist ja auch nochmal so ein Moment dabei, das habe ich natürlich nur im Weltraum. Weltraum hat mich schon immer fasziniert. Schon als Kind war ich ein großer Fan von Serien wie Kampfstein Galactica, damals den Filmen, weil ich es einfach faszinierend fand, dass man dort in so ein unbekanntes Universum vordringt und neue Dinge erlebt, die noch kein Mensch zuvor erlebt hat, was ja auch so ein bisschen die Star Trek-Prämisse ist. Und das ist, finde ich, auch was das Science-Fiction-Genre von allen anderen Genres abhebt. Man kann einfach noch viel mehr Fantasie und viel mehr Vorstellung da reinfüllen in diesen Weltraum. Man kann sich viel mehr Dinge ausdenken, es viel mehr ausschmücken, viel faszinierendere Sachen machen als in allen anderen Genres, finde ich. Und das macht es für mich so toll.
Das Tolle an der Arbeit in so einer Spieleredaktion ist halt einfach, wir brennen alle für Spiele. Und wir machen irgendwie 1000 Sachen, die sich aber alle um Spiele drehen. Also ja, der Job hat seine stressigen Seiten, aber insgesamt ist es einfach diese Leidenschaft für Spiele, die unglaublich wichtig ist. Es ist schön, dieses Thema halt beruflich betreuen zu können. Was uns als Team verbindet in so einer Redaktion, ist, dass wir natürlich alle dieselbe Leidenschaft haben. Und wir reden auch den ganzen Tag eigentlich über wenig anderes. Und wir spielen auch zusammen. Gerade in meinem Beruf oder im Prinzip überhaupt, wenn man in dieser Branche arbeitet, sollte man eine Leidenschaft mitbringen für Spiele. Zumindest solange man nicht nur Excel-Tabellen hin und her schiebt in irgendeinem Job. Und die habe ich halt immer noch. Wenn mir das mal verloren geht irgendwann, was ich nicht hoffe, aber wenn mir das verloren ginge, dann könnte ich auch den Job nicht mehr machen. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwann passiert. Wir wollen ein bisschen erzählen, wie die Woche lief für uns, wo das Zuschauer- und Leserinteresse hingewandert ist eigentlich in dieser Woche und welche Überraschungshits sie uns beschert hat. Den größten sehen wir hier jetzt gerade, den spielen Richtig. Wir auch live. Zero AD. Ja. Ein komisches, kleines Indie. Ich finde immer, was ein Spiel für mich ausmacht, ist einerseits natürlich Immersion, also dass du reingezogen wirst in ein bestimmtes Universum und vor allem aber, dass es dir denkwürdige Momente beschert. Momente, von denen du dann denkst, das vergesse ich nie. Und es gibt tatsächlich Momente in meiner Spielerkarriere, auch schon lange her, die ich nicht vergesse. Und natürlich auch Momente aus Weltraumspielen, wo ich einfach niemals vergessen werde, wie das damals war. Dass Deutschland auch historisch eher ein Land war, in dem sich ja zum Beispiel der PC sehr schnell verbreitet hat. Einfach, also ehrlich gesagt, ich kann das nicht begründen, aber dass, man sieht das auch im Vergleich mit anderen Ländern, wo dann zum Beispiel eher auf Konsolen gespielt wurde, dass es hier schon immer so eine Bastelmentalität vielleicht auch ein bisschen gab. Oder einfach so eine, da habe ich was Eigenes, mit dem ich sehr viel selber machen kann, Mentalität. So ein bisschen der Schrebergarten der Technik ist der PC für mich. Also tatsächlich wurzeln diese Weltraumspiele in den alten Spielen, die es auf Uni-Rechnern gab. Eigentlich das prägende Spiel oder der prägende Spross dieser ganzen Bewegung damals, dieser Szene, war Star Raiders. Das ist Ende der 70er Jahre erschienen, damals glaube ich auf dem Atari 8-Bit und war im Prinzip so die erste Weltraumflugsimulation in diesem Sinne, das später auch zur Inspiration wurde für Elite zum Beispiel oder für Wing Commander. Und Star Raiders war insofern bemerkenswert, dass auch das im Prinzip diese Elemente erbte, die es damals schon in diesen Unispielen gab, nämlich eigentlich unglaublich viele Anspielungen auf Star Trek, Star Wars und Kampfstern Galactica, nur halt ohne Lizenz. Da zeigt sich halt nochmal, wo das Ganze überhaupt herkam. Eben aus diesen sehr prägenden großen Science-Fiction-Marken der 60er und 70er Jahre, die dann eben technisch umgesetzt wurden. Am Anfang in Star Raiders und später dann halt auch in anderen Spielen. Das Weltraumspiel im Prinzip, das Generationen von Spielen geprägt hat. Das, sagen wir mal, war auch so ein auch wirklich einen sehr bestimmenden Charakter für das ganze Genre hat, war Elite. Der erste echte Vertreter des Sandbox-Gameplays. Also sprich ein Spiel, in dem du in irgendeine Umgebung geworfen wirst, in dem Fall in eine Galaxie, und du kannst da tun, was du willst. Es gab Raumschiffe, ganz wichtig, es gab irgendwie Navigation im Weltraum, es gab Sternenlandkarten. Und Elite war damals sozusagen der Vorreiter des Ganzen. Ein Spiel, was dir erlaubt, dich selbst auszudrücken in einem Universum. Es gibt ja auch ein bisschen da den Fachbegriff der Player Expression, dass es immer gut ist, wenn man als Spieler sich selbst in einem Spiel abbilden und verwirklichen kann, so ein bisschen. Und Elite hat das damals halt mit Bravour einfach erlaubt. Also das war ja schon sehr stark, auch wenn auch, sagen wir mal, noch auf einer sehr rudimentellen visuellen Ebene manifestiert. Aber allein diese Freiheit zu erleben, dieses Offene zu erleben, war absolut faszinierend. Ich gehöre schon zu denen, die Elite auf dem C64 gespielt haben. Und ich hatte einen kleinen Bruder, der wollte dann immer mitspielen. Deswegen habe ich dann aus Lego so ein zweites Pult gebaut. Der hat dann daneben gesessen und dem habe ich dann immer gesagt, was für Pseudoknöpfe er drücken muss, damit er mich in Ruhe gelassen hat zu spielen.
Und ich habe auch an der Wand neben mir eine selbstgezeichnete Karte vom Elite-Universum. Also ich würde schon behaupten, dass ich recht früh dabei war. Wenn man sich das so ein bisschen historisch anguckt, dann gab es halt dieses Starflight und Star Control, die eher wie so ein Reisespiel daherkommen und so eine Mischung aus, die haben sich selber Space Exploration Adventure oder Space Exploration RPG genannt. Ja, was da natürlich ein prägender Meilenstein war, war Wing Commander. Damals Chris Roberts, ein junger Mann aus Amerika, keiner kannte ihn, hat vorher Rollenspiele gemacht, an die sich heute kein Mensch erinnert. Kommt daher und sagt, ich möchte ein Weltraumspiel machen, was im Prinzip diese Faszination rüberbringt, der Raumschlachten in Star Wars. Und er hat das geschafft. Ja? Chris Roberts hat ein Spiel gemacht und hat dafür dann auch im Prinzip diesen Begriff der Weltraum, der Space Opera geprägt, der Weltraumoper. Also das war wirklich ein absolut prägender Meilenstein, nicht nur der Weltraumspielegeschichte, sondern der Spielegeschichte im Allgemeinen. Und dann Privateer war ja eins der Spiele, die dann quasi Wing Commander Szenario und Flugmodell und dann so ein bisschen verheiratet haben, wieder mit freie, offene Welt und selber Entscheidungen treffen. Auch total spannend. Dann kam ja Freelancer, also wenn man sich so, ne, wenn man sich so die verschiedenen Verzweigungen anguckt, dann gibt es, ich sag mal, das, was ich jetzt diese Reisespiele nenne, wo ich uns halt so sehe. Dann gab es die Flugsimulationsspiele. Ja, also es gab Privateer, dann gab es Privateer 2, dann gab es ja das Freelancer und dann gab es irgendwie erstmal ganz lange gar nichts gefühlt. Also ich war enorm traurig einfach, dass es keine neuen Spiele mehr gab, nachdem Freelancer erschienen war. Weil Freelancer war so das letzte große, prominente Projekt, auch lange angekündigt, hat viele Entwicklungszyklen und viele, sagen wir mal, Irrungen und Wirrungen erlebt in seiner Entwicklungszeit. Sollte er ursprünglich viel größer sein, ist dann geschrumpft, war aber trotzdem toll. Also war einfach ein super Spiel, von dem ich dachte, wow, davon will ich mehr haben, das will ich fortgesetzt haben. Oder halt zumindest ein Add-on, lasst mich doch bitte dieses Universum weiter erkunden. Und dann passierte einfach nichts mehr. We're making our torpedo run at the station. Over. Good to see you guys. Let's finish them off. Torpedo's away. Great shot, Delta Leader. Our pleasure, Gamma 6. We couldn't have done it without you. Eines der Spiele, was so ein bisschen dieses Ende des Genres schon eingeläutet hat, war damals Free Space 2. Was für mich ein unglaublich gutes Spiel war, weil es einfach tolle Schlachten inszeniert hat mit riesigen Raumschiffen, die sich gegenseitig mit so Energiestrahlen zerschneiden. Also ich saß da wirklich mit großen Augen davor damals und habe gedacht, wow, das ist es doch jetzt. Ja, so müssen Weltraumspiele aussehen. Jetzt muss es doch jeder kapieren. Und das ist eines der schlechtst verkauften Weltraumspiele der Geschichte. Es war ein unglaublicher kommerzieller Flop. We vanquished the Shivans in the Great War, but the hard questions remain. How would we confront the threat of future invasion? Für das Ende des Weltraumgenres gibt es viele Theorien tatsächlich, aber ich glaube, es spielt alles irgendwie zusammen. Ich kann nur sagen, was bei mir passiert ist, und vielleicht hat es ein bisschen was auch damit zu tun, zu dem Zeitpunkt fingen die Echtzeitstrategiespiele an aufzukommen. Kam Dune 2, was ja Sci-Fi war, aber Echtzeitstrategie. Und da fand ich es ganz faszinierend, dass man auf einmal in einem Spiel so tiefe Entscheidungen getroffen hat. Und dieses Gefühl der Freiheit. Ne? Also bis dahin waren viele Spiele immer sehr linear und sehr, ich habe das halt in der Reihenfolge gemacht, selbst Wing Commander war sehr linear. Das heißt, ich fand es immer faszinierend, wenn Spiele mir sehr viel Freiraum gelassen haben und ich das Gefühl hatte, hey, das kann jetzt auch mal an, wenn ich das mache. Und dann versucht man wirklich zu spielen im Sinne von, ich versuche das entweder zu optimieren oder wie auch immer. Es ist zwar eine historische Korrelation, ne, in gewisser Weise, dass so dieser Boom der Echtzeitstrategiespiele insbesondere zusammenfiel mit so dem Ausklingen der Weltraumsimulationszeit. Aber ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig kannibalisiert haben, weil sie so wenig miteinander zu tun haben einfach.
Und als wirklich polygonal 3D-Grafik aufkam, die sahen halt auch erstmal nicht geil aus. Ne? Also das war alles erstmal so ein bisschen... Vor den 90ern war die Computerleistung eben so begrenzt, wenn du was 3D machen wolltest, konnte es nur im Weltraum passieren, weil man dort eben nicht so viel zeichnen muss. Und dann wurde mit dem Siegeszug der 3D-Grafikkarten, konnte man auf einmal First-Person-Shooter machen, wo man wirklich in einer Welt direkt zu Fuß durch die Gegend läuft und dann halt seine Gefechte hat. Und das war so populär, dass dann auf einmal Weltraumspiele nicht mehr gezogen haben. Man kann ja auch in Shootern, die einfach nur irgendwo auf Boden spielen, plötzlich viel tollere Sachen machen mit der Umgebung. Halt realistische Dschungel, wie es das zum Beispiel Crysis dann gemacht hat. Oder cool inszenierte Einstiege, wie sie Half-Life dann gemacht hat. Und überall dann kleine Zwischensequenzen, die man beobachten kann, wie in Half-Life, wo dann irgendwelche Forscher irgendwie dann lustig ums Leben kommen oder so. Das war einfach einerseits mehr, als das Weltraumgenre abbilden konnte und auch einfacher natürlich, weil im Weltraum musst du dich viel mehr anstrengen, um dann irgendwie coole Umgebungen zu haben. Und es war halt zugleich dann ein Genre, was vielleicht auch mehr Spieler dadurch angesprochen hat, weil sie halt sagten, ja, ein Dschungel ist mir lieber als irgendwie eine kalte Sternumgebung irgendwo oder halt irgendwie ein rosa Nebel, durch den ich fliegen muss. Also ich glaube schon, dass da was dahinter steckt. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Geschichten irgendwie in den 90ern auf einmal ausgegangen sind. Da glaube ich einfach, dass wir noch viel zu lernen haben und dass es eben auch darum geht, diese Räume mal zu nutzen. Mit Räumen meine ich die Räume, die diese Spiele bieten, um einfach mal richtige Geschichten zu erzählen. Ne? Also eine wichtige Theorie ist, dass Publisher, die ja im Wesentlichen die Treiber der Spielebranche sind und lange Zeit auch waren damals, gesehen haben, mein Gott, die Spiele verkaufen sich nicht mehr. Und insbesondere Free Space 2 war halt ein unglaublich prominentes Beispiel damals dafür. Und dann sagst du als Publisher natürlich, nun ja, lieber Entwickler, der ein Weltraumspiel machen möchte, wenn du mir nicht zeigen kannst, dass es andere ähnliche Spiele gibt, die sich gut verkauft haben, dann ist uns das finanzielle Risiko zu hoch, dich dabei zu unterstützen, das zu machen. Und dann machen wir doch lieber Shooter, weil das verkauft sich immer. Und das ist eine Säule. Die andere Säule mag sein, dass es einfach nie wirklich ein Weltraumspiel gab für die Konsole. Zumindest kein prominentes. I mean, I think there was a combination of things. So there was a transition from, you know, there was PC gaming that was pretty strong. And then there was sort of a transition over to console gaming, and the consoles got sort of better with the PS1, PS2, and you know, then it moved over to sort of Xbox and that kind of stuff. Aber es gab da nie so wirklich das große Weltraumspiel. Es gab große Science-Fiction-Marken, es gab dann irgendwie Halo zum Beispiel auf der Xbox, aber eben keine Weltraumsimulation. And all the game publishers sort of shifted to the consoles and weren't really funding PC-centric games. And I think people sort of thought of a space game or a space sim as a PC game. Diese beiden Sachen zusammen, einerseits risikoscheue Publisher, die aber auch gute Gründe haben natürlich zu sagen, das hat sich nicht verkauft, und auf der anderen Seite einfach ein fehlendes Projekt für die aufstrebende Plattform oder die aufstrebende Art des Spielens vom Sofa mit dem Gamepad, das mag zusammengespielt haben, dass es am Ende dann hieß, macht keiner mehr. Ja, Darkstar One kam damals ein bisschen aus dem Nichts. Das ist 2006 erschienen, von einem deutschen Studio veröffentlicht, von Ascaron. Und eigentlich war das schon der Zeitpunkt, als man gesagt hat, Weltraumspiele sind tot. Ja, das macht heute keiner mehr. Aber Ascaron hat sich dann nochmal tatsächlich dran gesetzt und dieses Spiel entwickelt und es auch mit Leidenschaft entwickelt, ihm eine schöne Story gegeben, eine ganz spannende Geschichte und auch ein bisschen ein offenes Universum, was man erkunden konnte. Es war zwar etwas generisch gefüllt, hast viele gleiche Dinge dort angetroffen, Raumstationen, die gleich aussahen und so, aber sie haben halt nochmal versucht, sich aufzubäumen, einfach gegen dieses Ende der Weltraumsimulation. Hat natürlich im großen Genre-Zusammenhang wenig gebracht, weil das konnte man jetzt als einzelner Entwickler noch dazu aus Deutschland nicht unbedingt aufhalten, aber sie haben es zumindest nochmal versucht. Off to the stars.
und ein anderes deutsches Studio, was sich lange dagegen aufgelehnt hat und bis heute auflehnt, so quasi das gallische Dorf unter den Weltraumspieleentwicklern. Aus Deutschland, wie heißt das? Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Ist natürlich Egosoft mit der X-Serie. Über die Jahre kamen immer wieder Spiele raus und es ist aber in der Tat so, dass, das Ganze Genre schon, wenn man es jetzt mal über die große Distanz vergleicht, mit den 90ern, vielleicht mit den 80ern, natürlich schon durch ein Tal gegangen ist. Ich war lange bevor ich angefangen habe, Computerspiele zu machen, schon ein großer Science-Fiction-Fan. Ich habe also die Bücher von Isaac Asimov und vielen anderen Science-Fiction-Autoren verschlungen. Und das ist das, was mich also definitiv inspiriert hat. Ja, Science-Fiction heißt ja eben Science-Fiction. Der Teil hat mich immer begeistert und tut das bis heute. Es gehört auch immer so ein gewisser Optimismus mit dazu. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt an Science-Fiction-Spielen und eben den Weltraumspielen im Allgemeinen, weil man natürlich so eine gewisse Vision der Zukunft der Menschheit da drin sieht, die eben ja, etwas optimistischer ist, zumindest oft, wenn es jetzt nicht gleich so ein dystopisches Universum ist, als ja, vielleicht ins Mittelalter sich zurückzuziehen, was bei vielen Spielen gemacht wird, oder Rollenspiele zu spielen. Das ist eben die Zukunft und nicht die Vergangenheit, die da dargestellt wird. Als die Serie entstand, waren wir ja nur ein reiner deutscher Entwickler und unsere Adventure sind leider nicht einmal übersetzt worden. Das waren Adventure-Spiele eben, die waren für den deutschen Markt. Und wir haben dann aber glücklicherweise wirklich mit X-Beyond von vornherein auch in England eine gute Aufnahme gehabt. Wir waren in Europa eigentlich in vielen Ländern ganz gut vertreten und dann so mit und mit auch in den USA. Aber was eigentlich von Anfang an eine große Ausnahme war, war immer Russland. Merkwürdigerweise haben Weltraumspiele wahrscheinlich da generell eine gute Aufnahme gehabt. Also wir waren mit X-Beyond schon in Russland erfolgreich, noch bevor es unser Spiel da überhaupt zu kaufen gab. Das muss wohl unglaublich oft raubkopiert worden sein, weswegen wir dann die späteren Spiele dann auch da dann veröffentlicht haben, direkt selber, um daran dann auch zu partizipieren. Also ich glaube, dass Russland dadurch, dass sie diese Geschichte der Weltraumfahrt ja auch ganz dramatisch mit beeinflusst haben, auch eine gute Beziehung zu Science-Fiction und Weltraumspielen insgesamt haben. Und deswegen sind unsere Spiele da auch sehr gut angekommen. Es hat immer Spieleentwickler gegeben, die jetzt geschaut haben, was ist der Trend dieses Jahr. Und wenn man das macht, dann hätten wir sicherlich lange Zeit keine Weltraumspiele gemacht. Aber so war unser Ansatz ohnehin nie. Wir machen unser Ding und dann hoffen wir, dass der Markt es annimmt. Und ich bin eigentlich überzeugt, wenn es etwas Gutes ist, dann nimmt es der Markt auch an. Und unser Spiel hat sich da im Grunde deswegen auch gehalten, weil wir eben ganz was anderes auch noch zusätzlich geboten haben. Wir haben eben die Simulation, den Wirtschaftsaspekt, den Aufbauaspekt. Solche Spiele funktionieren unabhängig von der Umgebung. Das geht im Weltraum, das geht auch auf der Erde in einem Mittelalter-Setting, aber wir haben das eben in diese Science-Fiction-Umgebung bewegt. Mit, was sind das jetzt, 20 Jahren Entwicklung in einer einzigen Serie hat man da natürlich schon so ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet. Und wir haben uns da reingearbeitet, sind damit gewachsen und haben uns halt vor allen Dingen auch so eine Fan-Community da drumherum erarbeitet. Und das ist das, was die Firma eigentlich ausmacht, so ein bisschen die Interaktion mit den Fans und das Weiterentwickeln, das immer wieder den letzten Titel nehmen und wieder was obendrauf setzen. Das ist eigentlich das, was die X-Serie ausmacht.
Also das Faszinierende, finde ich, an dieser ganzen Weltraumspiele-Szene ist, dass sie nie weg war. Sie wurde nur nicht mehr so prominent wahrgenommen. Ich sag mal, ein Vorteil, wenn man schon so 2-3 Jahre auf dem Buckel hat, ist, man hat schon so viele Sachen verschwinden und wiederkommen sehen. Wenn ich mir jetzt nur mal die TV-Landschaft ansehe und mir anguckt, wie oft man die Serie totgesagt hat, das ist ja auch schon oft passiert. Some things get you done a lot and then kind of go away. And everybody gets excited about one thing and then it kind of goes away. And then everybody gets excited about it again, maybe later or whatever. As for the space genre, I'm sure it's the same as any other. Und generell lastet diesem Weltraumgenre einfach immer dieses, es ist Kassengift an. Ne? So, es hört sich toll an für eine kleine Zielgruppe, aber es verkauft sich nicht gut. Was total bizarr ist, weil auf der anderen Seite gab es nie eine Zeit, wo auch im Kino mehr Science-Fiction-Filme rausgekommen sind. Also Reboot der Star Trek-Serie, die Star Wars-Teile, die jetzt neu rauskommen, Guardians of the Galaxy, Passenger, Interstellar. So viel geht einfach um Space, Weltraum. Es ist faszinierend. Und gerade weil wir jetzt diese leistungsfähigen Computer haben, egal ob du nun Film oder Spiele machst, kannst du Weltraum so toll inszenieren, dass es selbst für Leute, die nicht per se ein Science-Fiction- oder Weltraum-Fan sind, haben da einen Spaß dran. Der Weltraum war immer sexy, wie gesagt. Es kommt darauf an, was man im Weltraum macht. Science-Fiction an sich ist sexy. Die Idee, die Zukunft zu zeigen, ist sexy. Die Gameplay-Mechanik ist entscheidend. Und man muss eben überlegen, was funktioniert da und was funktioniert da vielleicht nicht so gut. I think for me it's less about the fact that they were set in space and more about the experience and the immersion that the game was delivering. Du musst dir genau überlegen, was ist relevant, was bringt wirklich Spaß an der Sache. Und das ist eigentlich die Herausforderung bei einem Weltraumspiel, zu sagen, auf welche Elemente kommt es eigentlich an. Je nachdem, ob du halt einen eher schnellen Shooter machst, wie das bei uns der Fall ist, oder ob du eine Aufbausimulation machst oder ein RPG machst. Du musst dir deine Schwerpunkte genau auswählen und du musst sicherstellen, dass das, was du in dem Spiel dort machen kannst, wirklich relevant für dieses Genre ist. Die ganz, ganz große Gefahr beim Weltraumspiel ist, dass du sagst, ich kann ja alles machen. Ich kann hier kämpfen, ich kann handeln, ich kann Planeten erobern. Alles das für sich könnte ein Spiel sein. Wenn du sagst, ich packe das alles in ein Spiel rein, kann es schnell sein. Du hast halt wahnsinnig viele Features, aber alle sind halt nur so tief. Und du merkst ganz schnell, was auch immer du ausprobierst, eigentlich ist da nicht viel dahinter. Das ist die große Gefahr. Es sei denn, man ist Chris Roberts und man hat über 100 Millionen Dollar und kann sowieso alles machen. Hi, I'm Chris Roberts. Ever since I saw Star Wars as a wide-eyed 8-year-old, I dreamt of being a hotshot pilot saving the galaxy or a lovable rogue making my way across the cosmos. And now, I'm ready to come back, and I'd like to show you something I've been working on. I think people like sci-fi and space. I mean, they certainly do in movies, right? I mean, how many people went to go see the most recent Star Wars? So, I think given the right thing and presented in a way that's relatable to people, Science Fiction, Space Game can be as big as anything. Was war das doch damals für eine schöne Zeit mit Wing Commander, Freelancer, Privateer, den ganzen Weltraumsimulationen, die es heute ja gar nicht mehr gibt. Nicht mehr gibt oder noch nicht wieder gibt. Ich stehe heute hier mit dem Schöpfer von Wing Commander, mit Chris Roberts, der uns seine neue Vision vorstellen wird. Chris, it's great having you here. Well, thank you for having me. It's actually great to be here. So. Dann stand plötzlich dieser Chris Roberts vor mir in der GameStar-Redaktion und sagt, hey, ich will wieder ein Weltraumspiel machen und hier ist auch gleich eine Grafikdemo, so wird es am Ende nicht aussehen, aber in die Richtung soll es gehen. Und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ja, weil ich mir dachte, das ist der Typ, der prägende Spiele meiner Kindheit entwickelt hat, steht jetzt hier vor mir und sagt mir, ich bring dir das zurück. Also das war tatsächlich ein Moment, wo ich dachte, wenn es das nicht ist, was dann? Die größte Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten, das ist natürlich schon Wahnsinn. Zeigt aber auch, dass da ein großes Bewusstsein ist und dass auch aus einer Konsumentenperspektive oder betriebswirtschaftlich gesprochen erstmal Nachfrage besteht. The technology that we're seeing in the real world is accessing space a lot more and it's a lot more in the public
consciousness. It's relevant. Ich bin auch so ein großer Science-Fan und nicht nur Science-Fiction-Fan und bin im Moment begeistert davon, was da passiert. Ich wünsche Ihnen, dass das auch zumindest ansatzweise klappt und dass wir dann in ein paar Jahren auf dem Mars sind. Und dann tut das sicher auch dem Genre der Science-Fiction wieder gut. Dann werden da wieder viele junge Leute inspiriert werden. Also das Faszinierende auch daran, wie die Spielebranche heute im Allgemeinen funktioniert, ist ja, dass es auf der einen Seite sehr große und prominente Projekte gibt und auf der anderen Seite sehr kleine, die dann eben von unabhängigen Entwicklern gemacht werden und die natürlich nicht die Ressourcen haben, die man in so ein Großprojekt stecken kann. Und das ist auch eine gute Entwicklung, die das Weltraumgenre nehmen könnte, weil es gibt eben diese Großprojekte, die hoffentlich wiederkommen, so ein bisschen das zurückbringt, was früher toll war an solchen Spielen, nur schöner und besser, einfach technisch ausgefeilter. Wir sehen das jetzt gerade bei dem Star Citizen Projekt. Diese Qualität hätte ich Anfang der 2000er, Ende der 90er einfach so noch nicht erreichen können. Da hatten wir auch noch kein iPhone. Da hatten wir noch nicht dieses Gerät, was eigentlich das kann, was die Silicon Graphics Workstations, die ich in den 90ern für Zehntausende anschaffen musste. Das habe ich heute auf dem Handy. Und auf der anderen Seite gibt es die kleinen Spiele, die natürlich das alles so technisch ausgefeilt nicht machen können, aber trotzdem punktuell einfach Dinge machen, die Weltraumfans faszinieren. Solche Faszinationsspitzen wiederzusetzen, das schaffen auch die Kleinen. Natürlich eben in ihrem Bereich, ne? Man muss sich überlegen, was macht man, aber darauf hoffe ich auch dann immer mehr, auch was das Weltraumgenre angeht. Das heißt, allein durch die technologische Entwicklung haben sich natürlich für die digitalen Spiele ganz neue Horizonte eröffnet. Als Jugendlicher habe ich sehr gerne Galaga gespielt. Das ist so ein simples Weltraumspiel, bei dem man am unteren Rand des Bildschirms ein kleines Raumschiff steuert und nach oben ballert und Aliens abschießt. Damals war das der Mainstream. Damals waren das die beliebtesten Spiele. Schnelles Ballern, schnelles Ausweichen, sofortiges Reagieren. Und sobald man das realistischer macht und in den 3D-Raum bringt, werden diese Spiele langsamer. Wir haben versucht, mit unseren Spielen dagegen anzukämpfen und den Weltraumkampf im Kern auch wieder attraktiver zu machen. Weltraum hat halt nicht viele Möglichkeiten, was deine Umgebung angeht. Als wir angefangen haben, 3D-Spiele fürs Handy zu machen, gab es keine 3D-Hardware-Beschleunigung. Die Dateigröße war begrenzt auf 350 Kilobyte und die Bildschirmgröße war 128 x 128 Pixel. Das ist so groß wie heute ein Icon auf dem iPhone, auf deinem Display ist. Ne? Darauf lief das 3D-Spiel. Und im Weltraum ist es relativ einfach, ein 3D-Spiel im Weltraum zu machen. Du brauchst nicht nur einen Hintergrund, brauchst ein paar 3D-Objekte und das war's. Wenn ich in einem Spiel eben auch aus meinem Schiff aussteigen kann und als Pilot dann im Inneren von Raumstationen oder Großkampfschiffen herumlaufe, dann ist das von der Mechanik her einfach ein völlig anderes Spiel. Was bleibt, ist das Setting und die Science-Fiction-Umgebung. Und die hat immer funktioniert. Da hat es auch nie eine Abkehr von gegeben. Und ich bin ganz froh, dass jetzt eigentlich in allen Bereichen was versucht wurde. Ja. Jetzt No Man's Sky ist mit sehr atomarer, wir bauen wirklich auf prozedural atomarer Ebene alles auf, was technisch einfach eine irre Leistung ist. Oder dann halt Star Citizen, die angefangen haben, also als ich es gebackt habe, war es noch ein Wing Commander im Singleplayer. Ich hoffe auch, dass es das noch wird. Das ist etwas, worauf ich halt selber auch sehr Bock habe. I'm just gonna be a pirate. I think what we're talking about here has everything that made Wing Commander great and has everything that made Privateer and Freelancer great. It basically has both things, and the single player sort of military campaign side sits inside this whole universe in a holistic fashion. Genau, aber jetzt hier aus Deutschland mit Everspace, die halt noch einen krasseren Hook-like Ansatz haben als wir, ne? Also bei uns schwingt das nur so ein bisschen mit. Die Wiederbelebung des Weltraumgenres wird ja Chris Roberts zugeschrieben mit Star Citizen und dieser unglaublich erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. Dennoch glaube ich, dass wir mit Galaxy on Fire, wir sind immerhin 2005 damit rausgekommen. Bis heute ist es auf über 30 Millionen Geräten installiert, also Galaxy on Fire 1 und Galaxy on Fire 2 mit den ganzen Add-ons.
Und das haben wahnsinnig viele Leute gespielt. Also wir haben mehrere 10 Millionen Menschen, die wieder ein 3D-Weltraumspiel gespielt haben. Und also im Endeffekt war ja Galaxy on Fire die Java-Version, 350 Kilobyte. Das war eigentlich schon wie Wing Commander, bloß in richtig 3D. Wir haben es vielleicht nicht wirklich losgetreten, aber wir haben auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass es überhaupt wahrnehmbar ist und dass so viele Leute das wieder mit diesem Genre, dem vermeintlich ausgestorbenen Genre, wieder in Berührung gekommen sind. Für mich war Videospiele schon immer das Eintauchen in fremde Welten. Wing Commander, Freelancer und so weiter. Es war immer diese Faszination, du bist in dieser fremden Welt, die hat sich jemand ausgedacht. Du musst diese Regeln verstehen, die in dieser Welt sind. Du musst dort überleben, du musst dort erfolgreich sein und einfach diese Inszenierung genießen. Ja, Weltraum ist natürlich faszinierend. An sich schon findet man, glaube ich, als technikaffiner Mensch grundsätzlich faszinierend, was da draußen so alles vor sich geht, was wir alles nicht wissen. Mein erstes Weltraumspiel war selbstverständlich Elite auf dem C64, was mich überhaupt nicht beeindruckt hat, weil einfach diese Grafik, da habe ich gesagt so, ey Leute, das ist nicht euer Ernst, ruf mich wieder an, wenn es gut aussieht. Das Weltraumspiel, was mich dann wirklich gepackt hat, war Wing Commander, die ganze Serie eigentlich, auf dem PC. Das erste Mal mit wirklich toller Grafik, du hast das Gefühl, du bist im in dem Raumschiff drin, schießt Leute ab, das sieht alles gut aus, es explodiert und so. Da habe ich viel Zeit mit verbracht. Aber ich würde mal sagen, so auch für das gesamte Team, Elite, Wing Commander, Freelancer, das sind die Titel, die uns geprägt haben. Ja, die Mehrheit unserer Teammitglieder arbeiten jetzt seit über 10 Jahren mit uns zusammen. Das zeigt, wir machen anscheinend mehr richtig, als dass wir falsch machen. Das ist natürlich schon mal gut. Natürlich ist es wichtig, dass du Leute hast, die einfach sehr gut sind in ihrem Bereich. Und sie müssen vor allem eins sein, besser als derjenige, der ihn einstellt für den entsprechenden Bereich. Ja, ich zu Videospielen über viele Umwege. Das wollte ich eigentlich damals schon in der Schule, habe bloß festgestellt, ich bin ehrlich gesagt zu doof zum Programmieren. Assembler-Code, das lag mir gar nicht. Und ich habe dann Maschinenbaustudium halt gemacht. Dort hat meinen Partner Christian kennengelernt und haben dann 10 Jahre Architekturvisualisierung gemacht. Also du kriegst Pläne, setzt die 3D um. Und dafür haben wir Game Engines benutzt, die damals schon draußen waren. Und so sind wir halt in die Gaming-Szene reingekommen. In 2004 haben wir dann über Exit Games Kontakt zu Sony Ericsson bekommen. Die haben das erste Handy rausgebracht, was wirklich 3D-fähig ist. Und dann haben wir halt gesehen, mit 3D-Spielen auf dem Handy, da geht was. Wir haben natürlich in 2013 ein sehr hartes Jahr mit Fishlabs gehabt damals. Und letzten Endes mussten wir das Unternehmen verlassen. Das war also nicht so, dass wir freiwillig gegangen sind. Auf der anderen Seite hat uns das eben jetzt auch ermöglicht, dass wir, weil wir von vorne anfangen mussten mit Rockfish Games, dass wir Everspace komplett auf dem weißen Papier anfangen konnten. Wir hatten keine Altlasten, wir mussten auf nichts Rücksicht nehmen, konnten alles neu erfinden und überdenken. Und wir konnten auch viele Sachen besser machen, als wir sie vorher gemacht haben. Special thanks goes out to Chris Roberts. Dear Chris, big thanks also to the fabulous shout out about Everspace to your Star Citizen community. We are flattered that you put us alongside to Star Citizen, Elite Dangerous and No Man's Sky. And we fully agree that each one of it contributes to this amazing renaissance of the genre. Mit Everspace haben wir angefangen Anfang 2014 mit dem neuen Studio Rockfish Games, wollen wir PC- und Konsolenspiele machen und haben einen Roguelike Space Shooter entwickelt. Und dazu muss man sagen, die Idee, ein Roguelike Gameplay zu kombinieren mit wirklich hochwertiger Grafik, das war die Idee vom Team. Und ich fand die Idee erst überhaupt gar nicht gut. Weil bei einem Roguelike stirbt man sehr häufig, fängt wieder von vorne an. Also generell habe ich mich gefragt, wo ist das Motivierende da drin? Und ich habe es dann verstanden. Jedes Mal, wenn du stirbst, bekommst du Erfahrungspunkte und kannst dann in deine Fähigkeiten investieren und bist dann besser. Und dann kommst du zurück in den Kampf und auf einmal gewinnst du. Und wir haben halt gesagt, wir wollen dieses sehr populäre Genre mit sehr hochwertiger Grafik verbinden. So ist halt Everspace im Kern entstanden. Musik.
hier in Deutschland wieder allen Umständen noch immer herausragende Spiele entwickelt werden können und hier die Nominierung. Hast gewonnen. Shadow Tactics. Ein Spiel zu veröffentlichen und du behältst tolle Rezensionen auf den Plattformen, ist viel mehr wert als jeder Preis. Der Preis ist für dich, dass du dir selber auf die Schulter klopfst. Und das muss auch mal sein, das ist auch gut so. Aber was wirklich zählt draußen am Markt, sind verkaufte Spiele und Spieler, die happy sind, sich darüber freuen. Das ist eigentlich die größte Auszeichnung, die man bekommen kann. Man sieht es, du spürst das. Du spürst als Spieler, ob das Team mit voller Leidenschaft dabei ist und das Letzte rausgeholt hat, um ein tolles Spiel zu machen. Und das kannst du nur machen, das kannst du nicht planen, das musst du fühlen. Und dafür musst du Fan von deinem eigenen Spiel sein. Und es bringt mir immer noch jeden Tag Spaß, es zu spielen. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du auch, du hast ein gutes Produkt. Ein Roguelike lebt im Prinzip von der Entwicklung deines Charakters. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig und schon so häufig gegen die Wand gelaufen. Du startest relativ rudimentär am Anfang und musst eben schauen, dass du dich immer weiterentwickelst. Wenn ich jetzt nur eine unserer vermeintlich falschen Entscheidungen aus der Vergangenheit revidieren würde, würde ich jetzt hier heute nicht sitzen und es würde heute uns jetzt nicht gut gehen. Das weiß ich ganz genau. Tatsächlich ist das Roguelike darauf angelegt, dich irgendwann an den Punkt zu bringen, wo du einfach nicht mehr weiterkommst, aber dadurch umso motivierter bist, wieder von vorne anzufangen und im Spiel einfach zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also insofern dieses viel zitierte Scheitern gehört zum Erfolg. Also das können wir auf jeden Fall unterschreiben. Das ist so. Du musst nur dafür sorgen, dass es dich nicht umbringt. Naja gut, ich meine, wir wissen ja, dass Deutschland als Konsumentenstandort wichtig ist. Was die Entwicklung von Computerspielen angeht, ist Deutschland aktuell unbedeutend. Es gibt wirklich nur eine kleine Handvoll Entwicklerstudios in Deutschland, die auf einem internationalen Niveau arbeiten. Ja, es gibt aber auch extrem viele coole, junge, tolle Teams und es passiert halt auch ganz viel tolles Zeug. Ne? Grundsätzlich muss man sagen, dass wir in Deutschland sehr viele, sehr talentierte Entwickler haben. Also wirklich Leute, die coole Spiele entwickeln, die wissen, wie es geht und die das auch schon gemacht haben in der Vergangenheit. Ich denke, wir müssen mit Innovation und guter Qualität antworten und dann werden wir uns sukzessive auch in eine andere Position bringen. Lauscht hinaus ins Internet, in die Communities und schaut, was die Leute eigentlich wollen und was sie noch spielen. Und auch da sind Weltraumspiele natürlich eine wichtige Sache, weil ja, da gibt es eine Szene, es hat ihr nur lange niemand zugehört. I think Germany is great because there's a lot of people there, a lot of talented people. I've always had a positive experience with German developers or fans. So, you know, maybe they're just being nice to me, I don't know. Im Zuge dieses Revivals und im Zuge von Star Citizen eben als Leuchtturmprojekt sind im Windschatten Projekte entstanden, die super spannend sind von deutschen Entwicklern, unter anderem eben Everspace und Long Journey Home. Was mich an Spielen begeistert, ist die Symbiose aus Technik und Kunst. Also ich finde es ganz, ganz spannend,
Es gibt kaum einen Bereich, wo man auf so einem technischen Niveau arbeiten kann. Gleichzeitig aber das macht, was Film macht, nämlich Bild und Ton zusammenzubringen auf eine Art und Weise, die eine Emotion hervorruft. Es ist auch das Medium, womit man am schnellsten und spannendsten irgendwelche Erlebnisse erzeugen kann. Ich will jetzt nicht Storys erzählen sagen, weil für mich wäre eine Story auch in Minecraft durch Zufall in eine Höhle zu purzeln, da Diamanten zu finden, mit meiner Tochter dadurch zu streifen, die Diamanten zu verlieren und sich total aufzuregen und zu versuchen, wieder in diese Höhle zu kommen. Das ist für mich auch eine Story, die irgendwie durch die Systeme erzählt wird. Das finde ich halt total spannend. Das geht in keinem Medium besser als mit Spielen, weil diese Emotionalität, die kriegst du halt nur hin, wenn du damit interagierst. Ich habe mir gerade einen 80er-Jahre-Automaten zu Hause hingestellt. Also ich habe ein altes Gehäuse gekauft und habe den wieder hergerichtet und spiele darauf Asteroids oder Track and Field mit meiner Tochter, die dummerweise gerade wieder führt. Das heißt, ich muss mal wieder behaupten, dass der Speicher gelöscht wurde. Ich muss mal wieder die Highscore löschen. Das funktioniert so nicht. Es gibt ja auch die Aussage, dass uns das vielleicht von den Tieren ganz viel unterscheidet, dass wir nämlich spielen und durch Spielen nämlich überhaupt Lösungsstrategien entwickelt haben. Das heißt, ich hoffe einfach, wenn man sich die aktuellen Schulsysteme anguckt, dass man auch ganz viel lernt von dem, was aus dem Entertainment-Bereich passiert ist und damit halt noch viel mehr vorantreibt, dass die Menschheit wesentlich schneller sich Wissen aneignet und spannend auch Wissen aneignet und nicht, ich muss jetzt Vektorrechnung machen, sondern hey, es ist ja viel spannender mal zu überlegen, wie so ein Raumschiff von A nach B fliegt, ist ja auch irgendwie Vektorrechnung. War halt auch schon so ein bisschen auf der Suche nach, wie kann man nochmal mit dem Team ein schönes Spiel machen. Find Your Way Home war irgendwie das erste Schlagwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann habe ich überlegt, in welchen Szenarien funktioniert das denn eigentlich ganz gut. Also das Witzige ist, es hat eigentlich überhaupt nicht mit Weltraum gestartet, dieses Projekt. Natürlich hat man, wenn man schon länger Spiele macht oder auch wenn man noch nicht so lange Spiele macht, hat man sicher eine Liste liegen von Spielen, die man schon immer geil fand und wo man schade fand, dass da sowas keiner mehr macht. Und bei mir war das Star Control. Ich dachte, das war so ein geiles Spiel, das war so intensiv. So, und wenn du diese Liste halt hast und dann legst du das übereinander und denkst dir, ja geil, Space, da bin ich irgendwo anders, das kenne ich nicht, das gibt einem genug Freiheiten. Und dann, wenn es gerade um andere Kulturen geht, da gibt es halt wirklich Kulturen, die du nicht verstehst und wo du dich fremd fühlst. Das heißt, das passt da halt ganz, ganz gut. Und da kommt eigentlich der Gedanke Space halt her. Ne? Das ist also nicht so, dass wir gesagt haben, hey geil, lass mal ein Space Game machen, sondern eigentlich war es eher, welche Emotionalität wollen wir erzeugen und dann, wo passt das am besten. Investigation continues into the disappearance of the Daedalus 7 following last month's incident. IASA spokesmen say the Daedalus crew could be anywhere in the galaxy. Damaged, injured, alone. We can only pray that wherever they are, they're holding together. Ein Freund von mir ist der Kai Rosenkranz, ein recht enger Freund sogar. Ich wusste aber nicht, dass der gerade bereitete gerade sein Kickstarter-Ding vor und sagte, er macht ein Album, das wusste ich. Aber ich wusste jetzt nicht das Thema, wir hatten da jetzt nicht intensiv drüber gesprochen. Aber an dem Tag, wo der das dann online stellte, hieß das Ding Journey Home. Und ich so, was? Kai, wollte nicht wahr sein. Ich Kai angerufen, ich so, Kai, dein Album heißt Journey Home, warum denn? So, ja, es geht darum, ich bin jetzt auch langsam 40 und so und dieses nach Hause kommen und wo gehöre ich hin und so, ist halt voll mein Thema. Ich so, der Arbeitstitel von meinem Spiel ist Journey Home, das kann einfach nicht sein. Und hab dann halt auch erzählt, mein Thema ist genau dasselbe. Es geht nämlich darum, irgendwie man fühlt sich verloren, man ist irgendwo anders. Es ist auf der einen Seite voll aufregend, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Wir haben ziemlich schnell schon mal so einen ersten Track gemacht und haben das Artwork, was wir hatten, damit verschmolzen, so ein Mood-Video gemacht. Das haben wir nur intern verwendet. Man muss trotzdem halt diesen Abstand bewahren, ne? Und man muss halt, ich versuche zum Beispiel immer sehr zu unterscheiden zwischen ich arbeite jetzt an was und tauche da ganz tief ein und mache mir die Gedanken, wie das funktioniert, was es für Auswirkungen hat für die Spielentscheidungen und so weiter. Aber dann versucht man auch den anderen Hut aufzuziehen
und zu sagen, so jetzt heute setze ich mir mal die nächsten 3 Stunden hin und spiele einfach nur mal so und versuche mal abzuschalten, dass es mein Spiel ist und versuche mich mal darüber zu ärgern, was halt alles nicht funktioniert. Wenn du das halt machst, dann darf man, glaube ich, auf der einen Seite rumnörden und sich selber freuen über sein eigenes Zeug, bleibt aber hoffentlich kritisch genug, nicht damit zu leben, wie es gerade ist und einfach nur für sich selber. Am Ende hast du ein Spiel, was nur du gut findest und kein anderer. Das will man, glaube ich, auch nicht. Also nicht, wenn man es kommerziell betreibt. Also verglichen mit allen Projekten, die ich hier in meinem Leben gemacht habe, ist eine der Stärken, die wir hier hatten, finde ich, dass wir eine sehr starke Vision hatten. Und die lag aber sehr im emotionalen Bereich. Dass du dieses kleine Schiff hast, was so einen ganz langen Trail nach sich zieht, das sieht man in all unseren Key Artworks. Das ist immer ein kleines Schiff in der großen Welt und es zieht so da lang. Ja? Und das spricht natürlich viel für diese Vision. Ich am Anfang sagte, man fühlt sich verloren, man will nach Hause. Diese Bilder sprechen halt schon dafür. Und das hat uns, glaube ich, ich habe noch nie ein Spiel gemacht, was so einen roten Faden auch behalten hat. Das heißt, wir haben die Prototypen und alle Sachen, die wir gemacht haben, immer um dieses Thema herum gemacht. Wie können wir das halt noch weiter pushen? Und deswegen muss ich sagen, ich glaube, das Spiel wird am Schluss vom Gefühl her das liefern, was wir am Anfang auch mal gesagt haben. Jetzt gerade scheint das Sci-Fi-Spiel zu funktionieren. Mir wurde auch schon gesagt, dass wir schon zu spät dran sind, dass Sci-Fi schon wieder durch ist. Was auch immer. Ich glaube, erstmal ist es interessant, ein spannendes Spiel zu machen. Dann müssen wir uns einfach auch überlegen, wie schaffen wir es, den Standort Deutschland diesbezüglich konkurrenzfähiger zu machen, weil wir sehen am Beispiel Frankreich, wir sehen am Beispiel Großbritannien, wir sehen an den skandinavischen Ländern, dass das geht. Das heißt, die haben einen gewissen Marktvorteil, wenn man so will. Das ist unfair, wenn wir hier keine Mittel bekommen, aber andere Länder innerhalb der EU, aber auch in anderen Gegenden der Welt da massiv gefördert werden. The time came and I decided to start Blackbird. But then of course the financial crisis happened in 2008, so it was pretty much the worst time you could choose to start a company, which meant that we were a little delayed getting started. So it was around 2010 that we actually became operational. When we started Blackbird, we began work on our own idea, on our own game, and just by coincidence at that same time, THQ, which was the company that purchased Relic in 2004 and owned the Homeworld property, was going bankrupt. So part of the bankruptcy proceedings at that time involved the Homeworld property, and on Homeworld 1, in 97 to 99, I was the art director and worked together with Aaron Kambitz, who was the lead artist, to develop the look and the feel and the story of Homeworld. So I was like, we got to buy this thing. Eventually it went to Gearbox for $1.35 million, so considerably more than we could afford. Which was a surprise to us because Gearbox are a fantastic developer, but they don't make strategy games. So, you know, I phoned up Randy Pitchford and said, hey, you know, congratulations on this great purchase. I was so excited. It went to a cool developer like you guys, but you know, you make Borderlands and that's great, but it's not a strategy game. You know, why did you buy this thing? And he was like, we don't know. We're just fans and we just don't want someone else to screw it up. And I was like, okay, that's great. you know,
what's your plan? And he's like, we don't have a plan, you know, it's like an impulse purchase. We, you know, maybe you could help us with that plan, you know? And I was like, great, well, let's meet. So we met and we showed him Shipbreakers. So we made a deal to make it a prequel to Homeworld 1 set on the planet of Karak. And it worked out great. Gearbox were fantastic. It's totally a surprise to be doing this thing again. And the familiarity of the content is so soothing and wonderful. It's like getting into a lovely hot tub. You just, you know, snuggle on in there and you really know that stuff. And you get to work with the same sound people and the same music people. You know, it's funny, I've played my own games much more than I've played other games. The best is to look at it late, you know, after some time has passed and watch it again or play it again and be thankful to your past self. Like, oh, good job, past self. That was a great idea, you know? Because you forget that you did that. My wish for the future of the gaming industry is that it inspires people beyond simply the short-term satisfaction of input response. We're not curing cancer or healing the sick or feeding the poor or anything here, so we're just making entertainment. That's our business. But I think we can do that and create art at the same time and elevate people and inspire them, you know? I think if developers got emails from people who say things like, when I was 10, I played your game and it changed my life and I became a writer or, you know, an engineer or something, then, you know, and I think we're doing a good job. Also ich persönlich wünsche mir tatsächlich diese alten, storygeführten Weltraumopern zurück, wie Wing Commander eine war. Also wirklich in so eine Geschichte reingeworfen zu werden, die dann auch schön wendungsreich sein kann, die irgendwelche Mysterien aufwirft, die eben, wie es für eine gute Geschichte sich gehört, ja, dieses Heldengefühl einfach vermittelt zu bekommen im Weltraum, wie ich es eben damals an Luke Skywalker so toll fand in Star Wars oder eben an den Piloten in Kampfstern Galactica oder. Das will ich wieder haben beim Spiel. Und es ist jetzt so, dass natürlich das Jahr von vorne anfängt. Man hat wieder die ganzen Veranstaltungen, wo man hinfährt und sagt, wie könnte denn ein weiteres Everspace aussehen oder welche anderen Titel könnt ihr machen? Und jetzt auf einmal ist natürlich die Gesprächsbereitschaft bei den Publishern eine viel größere. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit neuen Ideen kommen. Und das Gute ist, du kannst so viel im Weltraum machen. Wir haben noch so viele Ideen, die wir einbauen könnten, wie ein neues Everspace aussehen könnte. Da gibt es so viele vielfältige Fragen. Es kann aber auch sein, dass wir ein ganz anderes Spiel machen. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt ein Indie-Game ist, was zwei Leute alleine über 10 Jahre mit Ich wohne bei Mami gemacht haben, was halt bockensgeil ist, oder ob das halt mit 30, 40, 50 Mann in 2 Jahren gemacht wurde mit richtig viel Geld, ist dem Spieler letztendlich völlig egal. Ja. Das Spiel muss halt einfach gut sein. Wir müssen Leute haben, die eben nicht nur gute Soldaten sind, die sozusagen auf einer hohen Qualität eine Produktion durchziehen können, sondern wir brauchen auch die Visionäre, wir brauchen auch die Stanley Kubricks und Orson Welleses, die in der Lage sind, wirklich neue Visionen zu schaffen. It would be good to see good storytelling, good mood and setting. You know, good music, like if these things are inspired by incredibly creative and proficient people, combined with the new technology, I think we'll see some really awesome space games in the future.
Ja, dass Angela Merkel die Gamescom besucht, ist natürlich ein deutliches Signal. Ja, also die Bundeskanzlerin besucht die größte Spielemesse des Landes, bezeichnet Spiele dort als Wirtschaftsfaktor und Kulturgut. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es ein gesellschaftliches Umdenken gibt, wo einfach Spiele viel akzeptierter sind als Teil des Alltags bei viel mehr Menschen, auch durch mobiles Spielen natürlich, was ein sehr riesiger Markt ist, auch in Deutschland. Also sprich, da hat ein Umdenken eingesetzt. Also in Dreadnought schlüpfen die Spieler in die Rolle von Raumschiffkapitän, die Schlachten gegeneinander austragen. Bei internationalen Großprojekten, da stehen wir natürlich auch im Wettbewerb gegen internationalen. Und da wäre ganz gut, eine Förderung zu haben, nämlich wie zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien oder Kanada, die ja die Spiele oder Games-Industrie als Teil der digitalen Wirtschaft und Wachstumstreiber identifiziert hat. Und da könnte man ganz gut Unterstützung gebrauchen. Natürlich macht es mich froh, wenn sozusagen die Politik auch an erster Stelle dann sagt, ja, okay, wir sehen das Thema Förderung und wollen uns diesem Thema annehmen. Also da bin ich eigentlich ganz frohen Mutes, sozusagen, was die Zukunft bringen wird. Das, was man hier hört, wird uns natürlich zum Nachdenken bringen, wenn man so sieht, was Frankreich und Großbritannien und Kanada alles machen, müssen wir vielleicht immer ein bisschen besser machen. Also insofern habe ich schon die Botschaft verstanden. Danke. Also ich finde die Entwicklung absolut super. Mir gefällt das extrem. Und zwar gerade, dass durch die deutschen Indies eben Deutschland jetzt nicht nur für Free-to-Play und die klassischen Simulationsspiele steht, was so ein bisschen die Wahrnehmung bisher immer war. Und dass eben Bezahlspiele, Premium-Spiele, für mich sind es nun mal Qualitätsspiele, aus Deutschland durchaus international erfolgreich sein können. Ich finde eine großartige Entwicklung. Das Besondere an Star Citizen, finde ich, ist eigentlich immer, dass die Präsentationen unglaublich faszinierend sind. Du sitzt dann da und sagst, das wurde noch nie gemacht. Das ist ja krass, was das Ding technisch kann. Aber das hat man jetzt auch jedes Mal. Also was ich mir jetzt erwarten würde, ist einfach, dass mal irgendwas fertig wird. If you're not supporting the game, you're not making it better, you're not improving it as time goes on, then I think it will actually die, because you have to keep the game relevant, you've got to keep the technology up to date, you've got to add more interesting challenges for your players. And so that's why I view it's never really going to get finished. Gegen Ende des Projektes The Long Journey Home habe ich dann in Wuppertal eine Plakatwand gemietet. Man muss sich jetzt vorstellen, du bringst ein Spiel raus an 2,5 Jahre Arbeit. Ich habe eben schon gesagt, das ist Seelenstriptease gewesen auf eine gewisse Art und Weise. Es war super stressig alles, du bist noch übermüdet, das ist hochemotional, also kapselst du dich ab. So, in der Phase war ich. Und sitze morgens in der Bahn und meine Tochter schickt mir ein Bild von einem Plakat und sagt, so macht ihr Werbung, weil sie den Spruch drunter auch erst nicht gesehen hat. Weil das halt auch einfach verdient hat für erstens das besondere Projekt und das ganze Herzblut, was er investiert hat. Und ich gucke auf dieses Foto und ungelogen, ich muss jetzt schon, ungelogen, du sitzt halt mit 42 Jahren in der S-Bahn nach Düsseldorf und heulst. Also ich habe geheult, ich habe da gesessen, habe geheult, das war mir auch nicht, also es war mir nicht peinlich. Das, ich fand es sehr männlich, ehrlich gesagt. Aber insbesondere auch für diesen Kommunikations- und Zusammenarbeitsmodus mit mir nochmal quasi geherzt zu werden in Form einer Plakatwand. Und
Und das ist dann auch mehr wert wie jede Review und wie jedes Geld, was damit reinkommt und sonst was, weil das sind halt die Sachen, die einen letztendlich eigentlich prägen. X4 ist für uns so ein Riesending, weil es halt diese ganzen neuen Technologien sind und X4 für uns ein riesiges Ziel, dementsprechend schon seit im Grunde einem ganzen Jahrzehnt ist. Natürlich ist es nicht ein Spiel und dann ist fertig, sondern das ist im Grunde eine komplett neue Serie dann und wir werden auf jeden Fall auch über den Release des Spiels hinaus noch an X4 dann weiterarbeiten und das ist erstmal mehr als genug. Ich finde es auch so cool, dass wir in Deutschland gerade eine Phase haben, wo Studios mit Space Games wieder erfolgreich sind. Ich glaube nicht, dass das Genre der Weltraumsimulation wieder komplett verschwinden wird. Dafür funktioniert der Markt inzwischen einfach anders. Dem Weltraum bleiben wir treu, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, natürlich wird es ein Everspace 2 geben, wie auch immer das dann heißen mag. Also wenn es nach unserem Team geht, dann bleiben wir so klein, wie das jetzt gerade der Fall ist. Was in 5 Jahren ist, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden weitere Weltraumsimulationen sehen und ich glaube, wir werden auch viele gute und mit Herzblut gemachte Weltraumsimulationen sehen. Es gibt nur vielleicht nicht diesen industrieweiten Trend zu diesem Genre, dass auch große Publisher, dass auch ein Electronic Arts oder ein Ubisoft oder wie auch immer da jetzt auf diesen Zug unbedingt aufspringen müssen und sagen, hey, wir machen das jetzt auch. Aber dafür gibt es ja auch noch viele tausende andere Studios, die das auch machen könnten. I love this genre and I love this world and I sort of see something in my head. Yeah, I kind of feel like the sky's the limit and that's like super exciting for me. I mean, for me, it's the most exciting thing. It's almost like you're getting to build this universe at a level that feels like real and visceral and you go around it. I kind of want to exist in this sci-fi universe without limits, basically.